Hi Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Frogger. Ja, wir müssen es schaffen, dass der Frosch seine Crack-Disc da drüben erhalten kann. Nein, seinen Crack. Und dieses Mal schaffen wir es. Komm schon, Frosch. Nein! Ja, wieder. Wir probieren es nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich... Ich wollte eigentlich Jazzpunk spielen und nicht 5 Stunden Frogger. Aber sieht ganz so aus, als wäre das nicht vermeidbar. Oh mein Gott, ich bin weiter als je zuvor. Oh! Oh! Okay. Soll ich mir anziehen, oder was? Okay, ich soll 8 Daten klauen, um das Netzwerk zu cracken. Na. Ups. Was? Warum? Post! Voll cool! Yay! Passwort! Komm, Passwort! Ups! Oh, es tut mir leid, kleines Kindchen. Ich wollte das nicht. Warum sollte jemand... Das macht Spaß! Okay, wir warten auf weitere Daten. Da ist schon eins. Ein Daten. Noch ein paar. Da! Hol sie dir! Wow. Du willst Privatsphäre, okay. Was tust du jetzt? Was ist das? Eis. Naja, auf jeden Fall voll der liebe Frosch. Oh. Bäh. Schon wieder so ein Automat, der uns einfach nur beleidigt. Ja. Hi. Okay. Was für eine? War keine so gute Idee, oder? Good thing I have quick save. Ja. I'm superior to a trash can in almost every way. Fast. I play my voice all day long. Why do you humans insist on including your epidermis? Are you a person or an antelope? Ich bin eine Person, keine Antilope. I wish more people were like you. Yay, das höre ich gern. I have no owner. I'm free. Nein, ich besitze dich ab jetzt. I killed my owner in his sleep. Vielleicht möchte ich dich auch gar nicht besitzen. Hi, wie geht's? Okay. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt endlich mal wieder... Was ist das denn? You're not my real father. Nee, bin ich nicht. In the future. 1992, da wurde ich auch programmiert. My mother never taught me to speak and spell. I got an idea. Nee, die kennen wir schon. Was ist das? Placebo. Extra Stärke. Oh, fuck. Ich hätte Placebo-Zeug nicht holen sollen, nachdem ich eine Missionstablette geholt habe. Ist ja voll böse. Basketball? Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Winkel wirklich funktioniert. Alter. Ich habe jetzt eigentlich was anderes erwartet, aber okay. I got a partition, goes like this. Ich hole mir mal Geld von dir. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Geld hier rein. Das ist ein Briefkasten. Keine Post da.
Ich wollte es eigentlich nicht in die... Ups, sorry. Ja, gehen wir endlich mal in dieses verdammte Gebäude, in das ich jetzt schon sehr, sehr lange reingehen wollte. Da ist es. Aber warum denn? Meine Idee wäre halt gewesen, dass ich diesen Degausser benutze, um das, den Typen da... Mach das nochmal. Um den Typen da drin kaputt zu kloppen. Aber den habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Okay. Glück, dass hier alles aufs Gummi ist. Das ist sehr schade. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht bestechen, mein Freund. B to exit. Ich drücke B, es passiert nichts. Ja, ich drücke B. Okay, ich probiere einfach alle Tasten, die ich habe. Steuerung, Alt, das ist dieses Menü. So, gucken, da ich nicht auf die Aufnahmetaste komme. Ja, wir stecken irgendwie fest, weil da steht, drücke B, um rauszugehen, aber ich kann nicht rausgehen. Ups, das war eine falsche Taste. Wobei, gibt es hier gerade wirklich falsche Tasten? Die Sache ist nämlich, wahrscheinlich werde ich das Spiel sowieso beenden und dann nochmal starten müssen. Lol. Roffel. God Mode. Ups! Okay, das war God Mode. Ich wollte eigentlich raus hier. Leave! 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 Let me alone! 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 Nein! Alone! Alone in the park! Die Hundeschau! There can be only pun. Help. No clip. Was mache ich hier? AC ist Mode, das deaktivierte God Mode, okay. Lock Levels. Nee, das möchte ich nicht. Dump all, give all weapons. Toggle Mustache. Toggle French Mustache. Text Adventure. Ich stehe auf einem Feld bei einem alten Haus. Dort ist eine kleine Mailbox. Open. Okay, was kann ich denn machen, Help? Nee, Text Adventure. Ich will das Text Adventure spielen. Ach Gott. B. Warum sagt ihr mir, ich soll B drücken, wenn es nicht geht? Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt geht gar nichts mehr. Ah, okay. Ich bin zumindest wieder aus der Konsole rausgekommen. Die müssen wir uns nach... Jetzt habe ich sie schon wieder geöffnet. Die müssen wir uns nachher aber nochmal genauer angucken. Guck mal, mein Problem ist auch, Controls. Man kann sie nicht umstellen. Ah. Y ist Cycle Items. Jump ist X. Konsole ist das. Aber das stimmt alles nicht. Und wie verlasse ich, wisst ihr? Y oder Z A X. Okay, gefangen in der Uhr heißt dann wohl diese Folge. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr immer noch hier seid. Ich hoffe, es macht Spaß. Mir zu gucken. Oh. Die Taste ist es wohl auch nicht. Ja, ich komme hier nicht. Muss es Groß B sein? Nee, das wäre dämlich. Okay, ich kann nicht wirklich exiten hier. Würde ich sagen, verstelle ich noch ein paar Mal die Uhr.
Vermutlich gibt's ein Rätsel für dieses... Ah. 5:12. 5:12. 15:12. Ja, ich kann trotzdem nicht raus. Okay, 12. Ah! Ihr geht in eure Mittags... Hi. Die sind in ihre Mittagspause gegangen. Dann wollen wir mal gucken, was die uns jetzt für Optionen eröffnet haben praktisch. Was steht da? Go lunchen. Back in 5 minutes. Okay. Ich sollte wahrscheinlich da drauf gehen, bevor ich den Knopf drücke. So. Aber ich muss echt mal nachgucken, wo dieses B ist. Oder vielleicht ist das auch nur so ein Text, der wurde reinprogrammiert, hat aber keine Relevanz mehr. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So. Das war mal sowas von unnötig. Alles klar, wir sollen hier irgendwelche... Lalalala. Wir sollen hier irgendwelche geheimen Daten... Ups. Wir sollen geheime Daten klauen. Den Quellcode dieses Spiels. Das muss ich mal programmieren. Egal. Komm schon. Uah. Nicht wehtun. Yay! Gewonnen! Und das gibt mir jetzt Top Secret. Aber das interessiert unseren Charakter irgendwie nicht. Er will nur weiter spielen. Mit diesen Bakterien hier. Wenn doch das Leben als Bakterienuntersuchungsmensch wirklich so wäre. Bakterienuntersuchungsmensch. Ja, Leute, wir haben gerade einen neuen Beruf erschaffen. Seht ihr mal, wie einfach das geht. Ich mache hier wenigstens noch... Ja, ich helfe der Welt, ne? Ich erschaffe Arbeitsplätze, während ihr nur da rumsitzt und meine Videos guckt. Macht weiter! gut. Top Secret scheint dir egal zu sein. Oh oh. Geh dann mal. Irgendwas hier vielleicht? Nee. Warum braucht man rechteckige Lineale? Intelligenzquotient. Fixed Point Address Transmitter. Kann ich da irgendwas umstellen? Ich liebe es ja, auf so Knöpfen zu drücken. Aber nee. Ja, da fehlt ein B. Was? Dieses Gerät ist komisch. Der Sinus von 0 ist B durch... Ja, aber was ist denn B? Das ergibt doch alles keinen Sinn, meine Freunde. Eine Cornflakes-Packung. Sind das die geheimen Infos, die wir brauchten? Was? Okay. Die Sowjetunion ist echt ein komischer Platz zu sein. Kann ich hier hinten irgendwas Cooles machen? Oh, hier flowen die ganzen Infos durch. Ja, den Ton habe ich leider nicht. Kann ich ihn hiermit erzeugen? Was ist das? Ah! Wie funktioniert so ein Gerät? For adult pay-per-view. Oh, die zwei. Thank you for ordering from Barnyard Network. We
We hope you enjoy your deluxe Stairs and Stunts package. The committed value of ¥996,969 has been charged to your credit card. Was? Try explaining yourself out of that one. Thank you for infiltrating the Iron Curtain SecureNet. To eject all sensitive information from our data banks, dial 1 now. Okay, wird gemacht. Was passiert bei der 3? Oh! La 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 la. Hello? Why is nobody on this line? Du lässt dir nicht mehr auf dem Nebel stehen. Ich rede erst. Okay, geht nicht. Die 9? Okay, mit der 9 komme ich praktisch raus. Aber ja, wir haben die ganzen Daten, die wir brauchen. Yeah. Okay. Dann würde ich sagen, zurück in die echte Welt. Und gucken wir uns den... Warum? Was bringt mir das? Alles klar, ich kann das Bild jemandem zeigen. Das nehme ich auch mit. Und das kann ich dann voll cool den Leuten zeigen. All I need is a human heart. Hier, nimm dieses. Geht nicht. Wäre auch ein bisschen komisch. Ups. Ah, Moment mal. Oh, oh mein Gott. Ja, wir sind weiter drin, obwohl ich eigentlich das Missionsziel schon habe. Feueralarm, Eisalarm. Ach, diese Russen, ja? Mit ihrem Eisalarm und diesem Zeug. Was gibt's denn hier drin so? Okay, es wurde gerade geputzt. Ja. Yeah. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte vorher den Eisalarm noch drücken und alles. Hm. Was? Was? Oh, das ist ja cool. Welcome back. Our benefactors wish to extend their gratitude. I hope you're ready for another job. Ja, aber ich wollte den Eisalarm noch. Okay, finde diesen Mann. InStar Connections seem to have afforded him a particularly valuable artificial kidney. Estimated value on the red market's over 25 billion yen. We need you to extract this from him at any cost. Improvise. I know you'll do well by me. If you don't mind, I've got a landline to install. Ja, ja, ich weiß schon, was... Hier ist ja schon wieder so ein Kaugummi. Was sollen diese ganzen Kaugummis? Die schluckt man runter, ja? Ist ja unglaublich. Das ist sein Lieblingsrestaurant. Und diesen Mann sollen wir suchen. Das sind alle Infos, die wir haben. Ja, ich nehme dich auch weiterhin ernst, mein Boss, wenn du sowas machst. Ich nehme dich absolut ernst. Oh ja, das sieht interessant aus. Folge dem Cowboy. Dem folgen wir aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Jazz Punk, einem der verrücktesten Spiele, die ich heute gespielt habe. Bis dahin, ciao.